bin schon in Nepal, habe aber noch keinen Stempel. Da hinten ist Indien und hier laufen die ganze Zeit Leute lang und es ist so wie so eine offene Grenze eigentlich. Die Inder brauchen, glaube ich, auch gar kein Visum. Hier mussten wir jetzt unseren Stempel holen. Wir sind in Nepal. Shit, da steht ja 30 Tage. Können wir das vielleicht irgendwie photoshoppen oder so? Tja, Schatz. Auf geht's. Auf geht's. Sina und ich haben uns entschlossen, den Annapurna-Trek zu laufen. Ja. Morgen geht's los. Morgen geht das los. Der Annapurna Circuit zählt zu einem der schönsten Wanderwege der Welt und wird auch der Jakobsweg Nepals genannt. Die Länge der Wanderroute beträgt ca. 230 Kilometer und erstreckt sich durch fast jede Klimazone. Das Highlight stellt die Überquerung des Torong-Passes auf 5416 Meter dar. Namaste. Namaste. Wir wandern mit zwei weiteren Reisenden. Pascal aus Deutschland, den wir bereits an der Grenze kennengelernt haben, und Ron aus Frankreich. Die nächsten Tage werden wir als Gruppe zusammenwachsen. Es ist wirklich verrückt. Man läuft hier durch fast noch tropisch grüne Gegend. Und hinter mir, da oben, liegt Schnee. Und der Gedanke, dass wir bald dann durch Schnee laufen, in ein paar Tagen, sagen wir mal vielleicht 6 bis 10 Tagen, ist verrückt. Also wir kommen hier durch fast jede Klimazone durch. Es ist ein so schöner Wanderweg. Pascal sagt nein. Pascal findet es schrecklich. Auf geht's. Annapurna, Tag 2. Bereits am Anfang merken wir, dass uns dieser Trek viel abverlangt. Durchschnittlich laufen wir täglich 26.000 Schritte und kommen körperlich an unsere Grenzen. Komm! Aber die Natur ist wunderschön und lässt uns immer wieder vergessen, wie anstrengend der Weg doch ist. Die Verbundenheit mit der Natur. Die neuen Eindrücke. Das Eintauchen in eine neue Kultur lässt uns innehalten. Während dem Laufen hängen wir unseren Gedanken nach oder merken, wie frei der Kopf wird, das Hier und Jetzt ist präsent, die Ruhe erfüllt uns und ein Gefühl von Frieden macht sich breit. Tag Nummer 3. Unglaublich, wie sich die Natur ändert.
Schatz. Viel Glück. Die Nächte sind kalt. Jedoch campen wir in der ersten Zeit, um Kosten zu sparen. Zwar sind die Preise der Unterkünfte angemessen, liegen jedoch über unserem normalen Tagesbudget von 10 Euro. Jeder Schritt bringt uns nicht nur weiter, sondern auch höher. Und wir nähern uns langsam der Schneefallgrenze. Und auch tagsüber wird es nun kälter. Wir sind jetzt auf 3100 Meter. Manche Berge in den Alpen hören hier auf. Und drumherum sind überall noch Riesenberge. Geil. Great, hä? Huh? Oh, it's so busy. It's crazy. Yeah. It's crazy. Jetzt kurz vor Manang, was so die Akklimatisierungsstelle ist. Und ich merke jetzt schon so ein bisschen Müdigkeit, Schwindel, Kopfweh. Alles ein bisschen Anzeichen für die Höhenkrankheit. Das müssen wir ganz langsam machen. In Manang, auf 3519 Metern, verbringen wir 2 Tage, um uns zu akklimatisieren und unseren Körpern eine Pause zu gönnen. Auch merken wir, dass uns die dünne Luft langsam zu schaffen macht. Nun startet der schwierigere und gefährlichere Teil der Wanderung. Das ist richtige Erdrutschgefahr hier. Was a sound like helicopter. 1 meter behind me it was. And I immediately got the power to go. This is very dangerous here. This was dangerous, yeah. It was sound like helicopter. I hear it and while I'm hearing it, I'm stuck. Yeah, I saw you just running and the stone was like crashing. Und ich und Benny waren so an der Wand, haben uns so richtig dran gepresst und festgehalten. Be careful, because there is an animal over there. Ich weiß nicht, Schatz, willst du echt laufen? Also wir haben uns jetzt entschieden, zum Highcamp zu laufen. Man sollte am Tag eigentlich nicht mehr als 500 Höhenmeter machen, ab einer 3500 Meter Höhenmetergrenze. Aber dieser Teil hier ist der steilste Teil zum Pass und den wollen wir morgen früh nicht gern machen. Und deswegen machen wir den heute. Haben uns entschieden, jetzt hier hochzulaufen. Da unten ist die Sina. Und der Pascal.
Alles okay? Ja. Schatz? Du hast es geschafft. Oh. Wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Morgen. Wir haben höher geschlafen als der Mont Blanc. Höher als der höchste Punkt Europas. Und jetzt geht's nochmal 1000 Höhenmeter höher. Über den Pass. Heute ist Passtag. Passtag. Yippie. Ja, es ist jetzt 5 Uhr. Und jetzt geht's gleich los. Erstmal gibt's Frühstück. Ja. Es ist dunkel und kalt. Das knirschende Eis unter unseren Füßen. Um den Pass zu überqueren, bleibt jeden Tag nur ein kurzes Zeitfenster von ein paar Stunden. An manchen Tagen ist es unmöglich. Man hat mich abgeraten, Spikes zu holen, weil das überhaupt nicht gefährlich sein soll. Jetzt mussten wir Socken anziehen, damit wir nicht rutschen. Ich steh gleich auf. Ja, ist geschafft. Okay. Und dann sind wir oben. Höher als jemals zuvor. Müde. Erschöpft. Aber glücklich. Stolz auf uns und unsere kleine Gruppe. Auch gibt es nun weibliche Verstärkung in unserem Team von an. Sie wird uns auf dem restlichen Track begleiten. Aus auf dem Track. Was eine Sau! Wir haben gerade Peter kennengelernt aus Neuseeland. 68 Jahre alt, macht schon zum 6. Mal den Annapurna Track. Und jetzt haben wir gedacht, wir laufen ein bisschen mit dem mit. Super interessanter Mensch. Er läuft uns total weg. Wir kommen nicht hinterher. Crazy, hä? Huh? Without sticks. Just walking down. Like a... He's a legend. Einfach eine Legende. Langsam kommen wir der Zivilisation wieder näher und begeben uns auf den Weg in die Hauptstadt Kathmandu. Dort wird sich unsere Reise unerwartet verändern. So, ich bin jetzt am Flughafen von Kathmandu.
Und das ist der Moritz. Hi. Moritz fliegt jetzt nach Hause. Genau, ich mache mein Motorrad nicht mehr. Ja. Deswegen kriegen die beiden das jetzt. Und ich echt bin krass. Gespannt, was damit passiert. Ja, richtig krass. Also wir haben das Motorrad geschenkt bekommen, 150 Kubik. Damit können wir jetzt bis nach Indien fahren, bis zur Grenze von Myanmar. Dann müssen wir es wieder abgeben, weil wir haben kein Visum dafür, dass wir damit über die Grenze kommen. Aber mega geil. Also danke Moritz. Ne? Ja, kein Problem. Ich bin froh, dass es gute Abnehmer gefunden hat. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Befestigung für unsere Rucksäcke an dem Motorrad. Mit unserem neuen Gefährt haben wir die Möglichkeit, Nepal noch einmal ganz anders zu erleben. Dorfleben in Nepal. Sie findet deine Tattoos ja. Total cool, ne? Ja, aber jetzt probiert sie gerade das Hemd so zu knöpfen. Hi. In verschiedenen Dörfern werden wir herzlich aufgenommen und lernen die Nepalesen abseits der touristischen Pfade kennen. Ich sehe gar nicht, was ich fühle. Also eigentlich hieß es ja, wir uns wird das Dorf gezeigt, aber Nils hat einfach eine Gitarre bekommen. Und hier sitzen ganz viele Menschen und wir müssen mal wieder Gitarre spielen. Es gibt keinen dran vorbeischalten. Hey.